Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen im ersten Türchen des Adventskalender 2024. Heute ist es ganz besonders, denn es ist der erste Advent, das heißt Pferdekauf. auf jeden Fall, wie jedes Jahr, möchte ich euch daran erinnern, dass ab jetzt jeden Tag ein Video kommt bis zum 25. Dezember. Bis Weihnachten also. Und es werden Champis kommen, Quests, Pferdekäufe, Vlogs, Livestreams dieses Jahr auch neu dazu. Und am Ende kommt auch ein Fazit. Und das Fazit wird auch von euch sein, denn ich möchte auch gerne ein Fazit von eurer Seite hören, wie es euch dieses Jahr gefallen hat mit dem Adventskalender. Und ja, ich würde mal sagen, wir schnacken nicht lang rum. Ich stehe hier im Dinotal, obwohl es hier keine Pferde zu kaufen gibt, weil eben wir haben noch keinen Schnee und deswegen stehe ich noch hier. Aber wir machen uns jetzt auf zum Silverglade Landgut, denn da gibt es die Norica. Da wären wir auf dem Silverglade Landgut und hier stehen auch schon die Norica. Wir haben hier ein Blue Roan, ein Döppel-Dings und ein Tigerschecken. Hier haben wir sogar drei unterschiedliche Tigerschecken, und zwar diese drei. Ich bin nicht so... Vielleicht von den drei Tigerschecken eher den hier, mit diesem braunen Kopf, aber sonst nicht so toll. Dann gibt es einen Rappen mit zwei Söckchen hinten. Schön. Es hat keine Abzeichen am Kopf. Sehr cool. Dann einen braunen mit einem kleinen, ist das ein Stern? Nein, ich glaube nicht, aber so ein kleines Fleckchen. Dann eben den Blue Roan und den hier. Und der hier wird es auch, obwohl ich nicht weiß, wie sich diese Farbe nennt. Aber irgendwas mit Dapplebay oder sowas könnte sein. Und wir schauen uns mal die Werte an. Es hat 2 auf Stärke, Disziplin, 0 Geschwindigkeit und Ausdauer und 2 auf Agilität. Einschränkungen ab Level 6 kaufbar. Und es kostet 900 Starcoins, also recht teuer. Es hat auch eine Special Gangart, also Animation, und zwar das Verbeugen. Genau, wir schauen uns das noch ein bisschen besser an. Was ist denn heute mit meiner Maus los? Genau. So sieht es aus. Die Beschreibung. Der Norica ist das schickste Zugpferd auf Jorvik, ist ein Satz, den man in Silverglade Ride Center oft hört. Ja, da sieht die Feldarbeit fast aus wie ein königlicher Festzug, ist die traditionelle Antwort darauf. Kein Zweifel, dieses Kraftpaket ist etwas Besonderes. Der Norica eignet sich sehr gut für das Geländereiten, Springen und Dressurreiten. Er kann sich sogar verbeugen. Die Rasse zeichnet sich durch ein ruhiges Temperament aus und es ist ein Vergnügen, mit ihm umzugehen. Die Energie, die der Norica beim Training mitbringt, ist beeindruckend. Wenn du Zugpferde magst, ist der Norica eine unwerfend hübsche Wahl und sein Verhalten und Talent stehen seiner Schönheit in nichts nach. Genau, und wir schauen uns auch die Mähnen an. Wir haben eine kurze, sportliche Mähne. Es sieht so aus, als ob er hier hinten kahl wäre. Aber der Schweif ist auch ein bisschen gepflegter fast. Dann haben wir eine Stehmähne. Schweif bleibt gleich. Sieht eigentlich nicht mal so schlecht aus. Da kommt halt der kräftige Hals raus, ne? Dann haben wir hier eine ganz kurze Mähne, ganz abrasiert. Dann haben wir Zöpfe mit eingeflochtenen Schweif. Dann haben wir die kleinen Zöpfchen, Dressurzöpfchen. Und wir haben die Special Mähne mit den Rosen. Ich weiß nicht so ganz. Dann haben wir auch ohne die Rosen, genau. Es sieht knuffig aus, muss ich zugeben. Aber ich weiß nicht, ob es
Nein, ich lass das einfach mal so. Aber so sieht das auch langweilig aus. Stehmähne? Oder doch die Rosen? Ja, komm, machen wir die Rosen. Und, Lucky? Irgendwas mit Lucky würde doch passen, oder? Hengst. Lucky. Lucky. Es müsste was, weihnachtlich sein. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder im Stall. So, da wären wir im Heimatstall eine gefühlte Ewigkeit später. Und so heißt er jetzt Barry. und ich habe ihn doch noch die Stehmähne verpasst, weil er ist ja ein Hengst geworden und... Ah, nee, das ist Maybird. Das ist blöd, warte. Er ist ja ein Hengst geworden, ein Jungpferd-Hengst. Und diese Rosen passen gut auf das Modell, aber nicht zum Hengst. Und ja, jetzt schauen wir uns einfach mal die Animationen an. Also die... Oh, das passt fast perfekt. Oh, wie er tänzelt. Oha, wie schnuffig. Essen passt auch. Tränken auch. Nicht mal schlecht. Und Bürsten passt auch. Super. Okay, dann machen wir mal das allererste Level ab. Oh, wie knuffig! Da sieht man, dass es ein sehr schweres Pferd ist. Und wir sehen uns gleich wieder für die Gangarten. Da wären wir. Und das ist das Outfit, was ich mir überlegt habe. Es sieht eigentlich nicht mal so schlecht aus. Und ich habe auch ein kleines Eichhörnchen dabei. Ja, leider buggen meine Haare durch den durch die Kapuze von meiner Jacke. Aber egal. Ich würde mal sagen, wir schauen uns die Gangarten an. Er schaut sich ein bisschen um, schüttelt mit dem Kopf. Er bewegt auch ein bisschen die Beine. Das haben wir bis jetzt sehr gut gesehen. Dann würde ich mal sagen, wir schauen uns den Schritt an. Die Ohren gehen seitlich. Er hört auf jeden Fall zu uns. Trab ist auch sehr, sehr schön. Sehr elegant. Ein richtiges Dressurpferd. Meiner Meinung nach. Dann haben wir den Galopp. Sehr schön, wie sich der Schweif mitbewegt. Finde ich super toll. Und die Öhrchen gehen nach vorne jetzt. Sehr schön. Dann ein Ticken schneller. Sehr schwungvoll. Also die Vorderbeine sind mega. Sehr, sehr schön. Man sieht, dass es halt sehr schwer ist. Also für ein Pferd. Dann ganz schnell. Hier sieht man auch, wie viel Anstrengung er in die Bewegungen setzt, eben für diese große Masse an Körper. Ich find's mega. Und dann ganz, ganz schnell. Ich find's cool. Und mit dieser Mähne finde ich es toll. Das Steigen ist halt schwer. Ein schweres Pferd, was sich bemüht zu steigen und dann so klaps, pam, mit den Vorderhufen. Sehr, sehr schön. Dann haben wir das Springen. Sehr schön. Wir landen quasi in der Luft. Und dann auf dem Eis.
Noch ein bisschen schneller. Schaffen wir es hier rüber? Na, fast. Und ganz schnell. Das ist ganz, ganz schnell. Und Sliding Stop. Oh, wow, wie geil. Cool. Es wird zum Schaukelpferd, was uns halt nicht abbuckeln will. Das finde ich toll. Okay, Rückwärtsgang. Oh, die Ohren gehen fies nach hinten. Oh, so eine richtige Diva hier von vorne. Krass. Guckt euch das mal an. So, hier ist es noch süß. Knuffig. Und hier ist es so richtig ein bisschen angepisst, so. Versteht ihr, was ich meine? Süß, süß. Streicheln? Oh, wie knuffig. Wie schnuffelig. Wie knuffig er einfach schaut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Knuffig, okay. Aber ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder mit diesem Pferdekauf-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen als erster Advent-Video. Ich freue mich schon auf morgen, denn morgen sehen wir uns in Hollywoods wieder in einer neuen Star Stable-Folge. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr dabei seid und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne auch auf Instagram und TikTok vorbei und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!